wahrscheinlich war das zu leise. Rate mal. Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Sherry? Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg durch den Markt vor ihnen bahnen. Magst du Hühnchen? Nee. Mein kleiner Bruder mag es ein bisschen. Zu sehr, kann man sagen. Aber was er. Nach was er wirklich verrückt ist, ich fucking Hackfleisch. Diese armen bin ich hier. Toll, nur wegen einer Kiste. Wo bist denn du? Ich bin hier. Oh. Oh, super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann, na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Okay. Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. Lass mich rein, wir können den nicht killen, oder? Keine Ahnung, wenn wir sehen. Das ist ein neuer Trick. Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Ja. Sehen Sie einen Schlüssel? Fehlen uns noch zwei. Der Typ ist bei mir. Da sitzt gerade auf mir. Das gibt zwei. Hallo? Ah. Ah, mit Leertasche tut man Sachen abbrechen. Es gibt echt zwei. Oh. Kommst du nicht rein? Nee, geht nicht. Ich hab den Riegel weggetan, hast du gesehen? Ja, aber ich konnte die Tür trotzdem nicht aufmachen. Ich sehe jetzt offen. Ja, jetzt ist die offen. Gehen wir aber weiter zum nächsten Schlüssel. Sobald du kannst. Das ist echt ziemlich dumm. Ja. Ja, hier. Nein, hier nicht. Hier liegt nur ein bisschen Fähigkeitspunkte. Es gab da so einen Punkt, um rüber zu springen. Vorwärts! Also hier ist Strom irgendwo. Der Riegel ist auf der anderen Seite.
Ach, leck mich doch. Ah, also, hier geht's rein. Ja, aber wir müssen irgendwie den Strom ja loswerden. Oder? Ja. Ah. Wir müssen den Trennschalter finden und die Leitung kappen. Hallo? Ja, wirf mich auch noch in den Strom rein, ey. Ach, hier. Ach. Wieso? Was hat das Ding nicht gerade gestorben? Hast du das gesehen? Du bist immer noch voller Strom übrigens bei mir. Ah, okay. Okay, das andere wahrscheinlich das mit überspringen. Komm mal mit. Okay, war falsch. Hier, hoch. Pass auf, da reicht sich gleich Gegner. Einfach abpunchen. Müssen Sie von Ihrer Seite aus öffnen. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Moment, mach auf, los. Weißt du, musst zweimal drücken. Ja. Ja. Ja, das müssen wir zusammen aufmachen. Natürlich steckt da noch eins. Hier ist der letzte. Jetzt verschwinden wir von hier. Okay, die kommen anscheinend nicht durch. Jo. Ich laufe in 2 Metern, kommst du durch. Ich konnte keinen Nahkampf auf den Arsch machen. Ich habe ja ein bisschen draufgeballert, hat nichts. Ich wahrscheinlich muss ich einfach mehr draufballern. Ja. Aber schöner Tod. Ja. Vor allem, wie du einfach so daneben stehst. Ja. Herzschwachblinde, ja. Ach, nein. Das war... Ja, ich weiß, woran es lag. Ich musste da auf einmal Leertaste drücken. Aber ich hab... Wenn man zielt, kann man nicht Leertaste drücken. Dann sag ich viel zu spät bemerkt.
Oh, was für ein Kack. Schon ein bisschen nervig wäre es halt. Der hat halt kein Trefferfeedback, wenn ich mit der Schaufel auf ihn baller. Ja, ja. Renn nicht so weit vor, ich war viel zu weit hin, ich konnte auch noch. Ich befürchte, das können wir noch ein bisschen öfters sehen. Ja. Ich muss dem erst. Komm, ich bin jetzt das einfach mal dem Eigner. Ah, so zu. Oh. Alles sicher aus. Sieht alles sicher aus. Nicht, dass wir es sehen. Anscheinend treffen wir uns die auf irgendjemanden wieder. Ja. Auf einmal treffen wir Chris. Ada. Folgen wir ihr. Es scheint die böse Ada zu sein. Ada! Was zur Hölle geht hier vor? Wofür haben wir jetzt einen Partner gesucht? Keine Ahnung. Was passiert bei der Türe? Ist verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich glaube, das rechts sind echt. Wir haben keine Zeit zu warten. Das könnte ein Quiz sein, oder? Möglich. Wenn wir sehen. Von der Kleidung her sah es halt echt so hart. Was soll denn das für eine komische Kameraperspektive jetzt auf einmal sein? Ja. Warum hat er die überhaupt keinen Nutzen? Ja, genauso wie diese hier. Er steuert sich nur extrem eigenartig. Moment, hier sind's. Ich hatte gerade eine Zwischensequenz, ich kann für eh nichts machen. Das wohl ein Bosskampf wird? Moment. Naja, ja, gute Idee. Warte, ich hab keine. Ich habe keine Muni mehr für die Magnum. Ebenso. Ich muss links, weißt du. Ja. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht.
kann ich nicht aufnehmen. Kann ich auch nicht. Alter, was wollen die mit Schrofland, mit... Ja, ist ich, Chris. Ja. Und wer auch immer der andere Typ ist. Unwichtiger Nebencharakter, Nummer 5. So wie du. Ja. Das wird nämlich wahrscheinlich dein Pendant sein. Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Ada! Wir haben hier so faszinierende Arbeit geleistet. Wie werden wir das in Spielchen mit einem der neuen Prototypen? Pass auf! Was geht in Ihrem Kopf vor? Ich frage Sie, sobald wir Sie haben. Elena, bitte komm. Ich versuche Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Wie macht sie, will die das machen? Wie die da die ganze Zeit schreien und getroffen werden. Sehr gut, die Hälfte ist geschafft. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Ah. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Bleiben Sie dran, Sie haben's gleich. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Deaktiviere Verriegelung in Raum 1. Wir haben keine Zeit. Jemand möchte nicht, dass wir Ada kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Ja, genau. Keine Sorge, ich kann dich bis... Ich konnte das selber nicht aufstehen. Was zum Teufel ist das für eine dumme Scheiße? Weil diese ganzen Animationen sind einfach viel zu lang. Das war schon mal im dritten Kapitel bei diesen Sprungpassagen, ist mir das aufgefallen. Tja! Oh. Warte mal, wo sind wir hier? Ach, wir haben es geschafft. Was für eine taffe kleine Lady. Mann, rennt doch nicht vor. Ich hab nicht schießen. Zwischensequenz? Oder hast du's? Bei mir kam keine Zwischensequenz. Ne, bei mir auch nicht, aber wieso hast du geschossen? Weil die halt als Ziel markiert ist. Dachte ich halt, dass man auf sie schießen muss. Ja, ja, du bist durchs Gas. Voll bescheuert, dass du da. War sie immer so? Da ist sie! Halten Sie sie auf! Ich hab sie! Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein,
Tut sie nicht, es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen, alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris. Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los. Naja, schrecklich ist Chris sogar länger dabei, weil er halt den ersten Teil miterlebt hat. Ja, Chris ist so 3 Tage oder so länger dabei. Ah, hier entlang, glaube ich, oder? Ne, hier bei mir, hier ist eine Treppe, wir müssen ja noch unten. Helena, bitte komm. Wenn Sheriffs Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Außer natürlich in den Raum, ich weiß. Panigen Ende. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ist auch egal. Hm. Aber warte, hier ich was. Hier sind Kisten. Ich hoffe, das war richtig. Hat sie gerade Quiz gesagt? Leon, sind Sie wirklich damit einverstanden? Unser Ziel ist Simmons. War's schon immer. Bereuen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. Warum bin ich jetzt auf einmal hier oben? Holen wir uns den Schweinehund. Gute Frage. Ich kann gleich mal kurz in den Raum. Okay, ist noch eine Erste-Hilfe-Spare, aber das kann ich nicht aufnehmen. Ich glaube, ich kann's. Ja, ich konnte es. Wir müssen mal diese ganzen Minen mit Fernzünder oder sowas benutzen. Also die Brandgranaten. Jetzt fängt es halt auch schon wieder an mit, hey, kein Platz. Ist der Li Shan Tower? Wahrscheinlich. Übrigens, ich glaube, die Ada auf dem Zug hat ein anderes Kostüm an. Möglich. Oh, das kommt aber unerwartet. Nein, halt! Ah, Agent Birkin, perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, hör? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie!
Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zu dir schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Ich weiß schon, wer der letzte Boss sein wird.